So, hallo Leute. Schon geht's wieder weiter. Sehr gut. Na, so eine Biopause tut immer gut. Da fühlt man sich danach gleich wieder so ein bisschen entspannter. Okay, was wollten wir machen? Wir wollten Takahashi machen. Ich gucke nochmal nach. Nicht, dass da gerade einer von euch hier rumdackelt. Ja, ich finde die Sprünge aber auch krass, ne? Das ist, glaube ich, den, ne, von 400. Das heißt schon mal, dass es echt schwierig ist, das mit Koop zu machen. Dann direkt auf 1100 und dann 1225, 1350. Ne, das sind Steigerungen hier. Da musst du schon fast gewinnen. Also da musst du im Endeffekt gewinnen. Und ab dem Zeitpunkt. Und das sind 125er Schritte. Das ist halt schon einiges. Wenn man bedenkt, manch andere Sachen, dann machen sie halt nur 50er Schritte oder so, oder 75er. Aber der Clan zieht an einem Strang, würde ich sagen. Geht voran. Ja, drei Gefechte, drei Sternchen. Yes. Gucken Sie an. So, dann machen wir hier noch schön. Oh, haben wir hier noch Bonuspakete? Ein Bonuspaket für Tier 9 habe ich nicht mehr. Ja dann. Grüne. Gucken wir mal. 400 kriegt man hin. So, hier ein bisschen umstellen. Natürlich. Auffüllmaterial für Tier 10. Wie soll es anders sein? This game is dead. Oh, diese Negativität. Na, apropos Negativität, wo ich es ja gerade lese. Dass die Leute einfach so einen Hass auf das Spiel haben, dass sie halt zu irgendwelchen Streamern gehen und da halt einfach ablästern, ja, das Game stirbt und was weiß ich nicht alles. Ich meine, wenn einem das Spiel halt so sehr auf den Sack geht, warum spielt man es dann noch? Ne, ich spiele ja Spiele, um Spaß zu haben, ne? Und nicht um mich selbst um mich selbst zu ärgern, zu triggern oder. Na, ich bin kein Masochist oder so, der Spaß hat, wenn ich leide oder so. Das ist Quatsch. Warte auf Anweisungen. Ach, da kommt der Immelmann. Guck mal, ich habe einen Flieger kaputt gemacht. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr keinen Spaß mehr am Spiel habt, dann sucht euch um Gottes Willen ein anderes Spiel. Wie war das mit Reichweite? Was ist das? Gut, warum? 7 Kilometer. Willst du mich verarschen? Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Torpedos auf Steuerbord. Junge, ich bin ein schnelles japanisches Kreuzerschiff. Ich kriegste nicht mit so einem.
Schmutzabwurf. Oh ja, dann. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Steht die Dämonen da rum? Nice. Ich kann da aber auch nicht hin. Torpedos auf Steuerbord. Oh, das sind alles schnelle Torps, Junge. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Da ist eine Insel. Weiß der nicht, dass ich da bin? Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Katapultjäger in der Luft. Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Nicht scharf schalten. Boah, schwenk ab. Hey Talin, wie wär's denn mal, wenn du den wegklatscht? Abwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Torpedos auf Steuerbord. Katapultjäger zerstört. Ich komme aus Unterstützung. Da ist irgendwo ein Raider. Was machen denn die beiden DDs? Alter, Blödsinn oder was? Zerstörer versenkt. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Alter, wie sich hier anstellen.
Ja, ich meine, gegen den Petru kann ich halt nichts, nicht viel machen, ne? Da müsste ich halt den wegtorben. Das könnte ich machen, ja. Eine Brest, ist klar. Ich bin so geliefert. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Und weg. Sagen die Torps? Die Torps sagen nix. Immerhin. Ja. Was soll ich sagen, ne? Blup. Hayate 231. Mit dem Tier ziehen, Zerstörer. Ach ja, hier geht's ja noch weiter, ne? Wann hat das angefangen? Der V-Day? Donnerstag früh, ne? Ja, Donnerstag um 4 Uhr morgens hat der Auftrag angefangen. Das heißt, wir spielen jetzt schon an dem Auftrag 3 Tage und 6 Stunden. Das sind 3 Tage, 6 Stunden. Und wir sind gerade mal davor, den ersten hinzukriegen. Also ich postuliere mal, mehr als den dritten werden wir nicht schaffen. Und selbst das mit Glück. Na, wir werden jetzt noch ein paar Stunden brauchen, um die 100 Millionen da zu machen. Die 900 Millionen, 830. 830 Minuten Schaden. Und das Ganze halt nochmal. Hier ist halt Hardcore-Ende. Na, Werft, alles gechillt. Na, guck mal, Jäger abschießen. Kreuzer. Geplänkel. Ja, guck mal. Geschlossene Mannschaftsleistung. Im Instant 10 Punkte gemacht. Na, weil hier 36 vorhin waren. Und auf geht's. Guck mal, Sturmi macht den weiter. Sturmi macht auch das. Sturmi ballert gerade richtig. Bleiben noch U-Boote, Amerikaner und Deutsche. Juhu. U-Boote. Amerikanski. Ja, nice. Oh, das Rot ist alles schon weg. Von dem Kratzer. Awesome. Anni. Tja.
Unnormal. Ich bin schon wieder 6er in dem 8er Gefecht. Ach, Seychelles. Ich diese Karte halt mittlerweile so verachte. Geht jetzt nicht daran, dass die Karte so schlecht ist oder so, sondern dass sie einfach zu oft kommt. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Die Uhr muss ich gerade wieder. Diese sphärischen Unterwasserklänge. Die zarteste Versuchung, seit es deutsche Kreuze gibt. The Perforator. Wer? Alex. Wer ist Alex? Tallinn, okay. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Hinab. Kapitän, wir wurden entdeckt. So, die ist schon vorne, macht sich mal ab. Davon. Dann schießt halt keiner auf die Feuerwehr. Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Mir geht auch so ein bisschen gleich. Kapitän, wir wurden entdeckt. Ja. Oder ist auch das andere U-Boot? Schwache Batterie. Torpedos auf Backbord. Kapitän, wir wurden entdeckt.
Habe ich hinten? Ja, ich habe hinten. Nice, das wäre nicht schlecht. Kapitän, wir wurden entdeckt. Problem gelöst. Hallo? Kann ich mal unter Wasser gehen? Danke. Was sind meine Torps? Batterie entladen. Kapitän, wir wurden entdeckt. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Alle Stationen. Brauche Feuerunterstützung. Torpedos auf Backbord. Unser Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst. Alter, wer schießt denn da mit Kanonen drauf, Junge? Ihr seht doch, dass da 30 Meter getaucht ist. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Also, wenn Dummheit wehtun würde, würde sie durch hier schreien hören die ganze Zeit. Eine Minute, bis das Ding wieder einsatzbereit ist. Kapitän, wir wurden entdeckt. Achtung, melde Zielposition. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Was sind das für Fische? Torpedos auf Backbord. Schnieki, schnieki. Bewegen wir uns mal hier weg. Okay, ist noch immer hier. München ist gestorben. Warum? Hat keine Ahnung. Kapitän, wir wurden entdeckt. Na, guck doch mal, was die Torpedos machen. Die fahren nicht dahin, wo sie sollen. Problem gelöst. Obwohl ich ihn anvisiert habe. Was ist das denn für eine Spur? WTF?
Das ist ja mal der Tod hier. Sieht der Gegner nur die Pfützen oder sieht er auch hier die Spur? Alter. Immerhin, ich habe den Cap geholt. Das ist schon mal positiv. ...10.000 Spotting. Ob es für 400 reicht? Alter, ich habe 1.000... Ich habe einen Torpedotreffer gehabt. Das hat nichts. Ja, wer blinkt denn da hinten? Da ist nichts mehr. Da irgendwie, ne? Zu Bismarck. Ha, ist aus. Aus, aus. Das Spiel ist aus. ...400. Aha. Jo, gereicht. Ne, ich bin halt zu nichts gekommen. Aber es hat gereicht. So, deutsche U-Boote. Oh, weg mit den U-Booten. Das war eine schlechte Runde. Warum habe ich bei den deutschen U-Booten 360.000? Reicht das nicht? Es reicht. Ah, gucken Sie an. Oh, guck mal, hallo, Mo, Kosten. Was? Was das denn? Was sind das für Preise? Kriegst die Tür nicht zu. Was ist der U-190? Wer ist denn hier U-190 da? Eduard Giersch. Ja, 70.000 ist easy. Und wen kriegt ihr jetzt? Ist nicht so, dass ich jetzt hier nicht die Auswahl hätte, ne? Also. Ach komm. Ist der nicht auch Giersch? Eduard Giersch. Lol. Und hier habe ich Konrad Giersch. Ja, Wassereinbruch ist schon mal wichtig. Und Tauchkampfregeneration. Die Ladezeit ist verkürzt. Ja, nee. Die Ladezeit der Torpedowerfer ist verkürzt. So, weil ich sichtbar bin. Brauche ich nicht. Das habe ich da genommen, dass das nichts ausfällt. Okay, ich stelle einen Plan. Und Pinggeschwindigkeit, Vorbereitungszeit. Ne, das ist nicht aktiv, das war jetzt aktiven Schiffsbausmaterialien.
So, wie war das hier? Das war das 45 U-Boot oder war das 25er U-Boot, wo ihr so gesagt habt, dass es so schnell ist? 27 Knoten. Okay. Hallo, 13 Knoten. Tiefenruderstellzeit 18 Sekunden. 3,4 Meter. Oh, Tiefenruder ist ja mal nix, aber dafür ist es halt ultra schnell, oder? Das können wir noch verbessern. Wir können den Ping verbessern. Jawohl. Und wir können bessere Torpedos machen. Mhm. Torpedoreichweite 8 Kilometer. Ach so, das ist der andere, der Alternativtorpedo. Das ist dann der ungelenkte oder was? Hm. Nicht verfügbar auf Maximaltiefe. Ausfall, Sonar, Risiko eines Sonarsfall, Reparatur des Sonars. Schmutz. Was ist das? Okay, das ist Standardding. Geschwindigkeit des Sonarpings, Schadensbegrenzungsmodus, Schaden durch Brand, Schaden durch mehr. Hier Ping. Das sah gut aus. Tauchkapazität. Oder. Ladezeit Torpedo. Ja, ich würde ja sagen. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Tauchkapazität. Wer nimmt das, ne? Ladezeit 69 Sekunden. Ich würde sagen. Sekunden. 10 Sekunden hast du dadurch rausgeholt. Das ist halt schon. Das ist halt schon eine Ansage, ne? 10 Sekunden. Schiff mehr Schusswirkungsdauer, verstärkte Schotten, was macht das? Durch Wasserbomben, Schaden, Torpedowerfer. Torpedoschaden 7%. Das ist ja No-Brainer. Damit meine. Ja, von 8600 gehen wir mal auf 9000 hoch. 9200. Ja. Welten. Also wer den Sarkasmus erkannt hat, der kann ihn behalten. Ja, Mo ist auch für Reichweite. Ja, ich habe Reichweite genommen. Keine Sorge. U-Boot Steuergetriebe, Ruderstellzeit. Oh, ich glaube, die Ruderstellzeit ist das, was man ne, mit 18,4 ist das nicht so der Burner. Tiefenruder. Was geht weg? Das Tiefenruder und das normale Ruderstellzeit 6,8. Und Tiefenruder auf 9. Ja, easy. Es ist ein No-Brainer, oder? Ja. Awesome. Gerade im Moment ein bisschen Sterne fahren. Wir lagen gerade hinten am Anfang des Streams mit 36 zu 39. Und jetzt liegen wir vorne. Mensch, das muss das kurz Geschwindigkeit. Sieben Knoten, das heißt, ich bin richtig schnell. Oder mehr Tauchkapazität. Ja, mit 77 Knoten sind die halt schon ultra schnell, ne? Ja, komm, wir machen sie schneller. Schneller heißt weniger ausweichen. Im Regelfall. Ne, wir haben jetzt. Zumindest ich habe jetzt ein bisschen Gebrain gemacht. Die Jungs haben mitgezogen. Und. Wir haben jetzt knapp 11 Punkte gemacht, wenn die halt gerade 3 gemacht haben.
Müssen wir mal gucken, was jetzt hier noch geht. So. U-Boot-Bonus-Paket 4800. Nein. Schiffs-EP. Ja, brauche ich. Weil ich muss ja noch meinen... Mein Ping kann ich noch verbessern. Um 10% von 70 auf 77. Und meine Torps nochmal. Na, Ladezeit der Torps nochmal 7,5 Sekunden weniger. Das ist... Und ab. Schöne Zufallsgefechte, weil... wie soll man das sagen? Die Geplänkel Minimum sind 400 an Basis EP für den ersten Stern. Und 400 ist halt relativ schwierig in Koop-Gefechten zu kriegen. Gerade mit schlechten Schiffen wie U-Booten oder Flugzeugträgern oder so. Ja, weil das Gefecht nicht lang genug geht, damit du halt ordentlich was reißen kannst. Aber es wird alles schon. Na, immer schön Basis-EP farmen. Naja, guck mal, ich bin wieder im Tier 10er. Ich bin Tier 10er. Ich bin mal keine Auffüllmasse. So. Jetzt gucken wir mal, was das U-Boot hier so leisten kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rohre. Okay. Ja, wenn es jetzt gleich die Zahl erlaubt, dann werde ich mich noch mal kurz in die Gefechte stürzen, ne, in die gewerteten Gefechte. Vielleicht den einen oder anderen Stahl noch mal abkrabbeln. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Alter, das sind... auch eine Geschwindigkeit, ne? Will er jetzt irgendwas? Viel Glück und ruhige Wasser. Verbindlichen Dank. Was kommt denn da? Eine Brandenburg? In dem Brindisium. Wir sehen die immer noch nicht. Ja, da hast du Aufklärung. Ja, Baby. Oh, warum fahren die vorbei? Was soll denn das?
Was ist das denn? Ein Schmutz. Und da ist die Kita. Ah! Kapitän, wir wurden entdeckt! Das war gerade ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Was war das denn? War das scheiß Ballau oder was? Tatsächlich. Kapitän, wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Steuerbord. Weil ich es einfach drauf habe, meine Freunde. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Nix, Angeber. Also, musste zugeben, das war jetzt ultra gekonnt, wie ich den aufgeklärt habe. Unser Team hat die Führung übernommen. Alter, die fahren von mir weg. Autschi. Selbst wenn ich die Torpedos werfen würde. Oh.
Auf die Wami könnte man werfen. Waren wir alle vorbei, oder? Oh ne, da hat einer hat getroffen. Kapitän, wir wurden entdeckt. Aha. Aha. Cancellation. Fahren wieder alle vorbei. Was ist denn das? Oh, der trifft jetzt. Einer trifft. Was tut denn? Boah, der tut aber auch weh. Zu dumm zum Torpen, ne? Da, der... Nein, nicht mit mir.
Na da, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Da, da, jetzt. Ah, oh, endlich, endlich, endlich. Nein, alle vorbeigefahren. Oh nein, doch. Lol, dran getroffen. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Unser Sieg ist in Sicht. Ich sag's ja, ne? Torben. Das kann ich. Reparaturen. Pong, ist er weg. Da läuft einer meiner Torps. Unser Sieg ist in Sicht. Zu spät. Jetzt nochmal einen 8 Sekunden schnelleren Reload. Würde ich begrüßen. Achten das U-Boot da. Na gut, ist aus, würde ich sagen. Das war doch mal überraschend leicht. Also eins ist gewiss, in dem U-Boot kommst du ein bisschen in der Karte rum. Definitiv. Alle immer nur von mir weggefahren. Und nochmal 5 Knoten schnellere Torption. Okay. Lenke. Ah, 48 zu 42. So. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Weil halt 1100 da sind. Oh, Kerry hat einen 1225er gemacht. Aha. Oh, wer macht denn hier den 1350? Sturmi? Tja dann. Mensch, ich muss mal kurz auf die Webseite gucken, wie gut ich eigentlich gefahren bin mit der Ferragut und der Nikolas. Fortschritt.
läuft. Also zerstörertechnisch bin ich die ganze Woche im Unicum bzw. Super Unicum Bereich unterwegs. Kann ich mitleben. Zerstörer habe ich jetzt eine Siegrate von 55,59%. U-Boote habe ich eine Siegrate von 62%. Gut, U-Boote spiele ich halt kaum, ne? Ich schwimme halt meistens nur mit. Aber ich scheine fähiger als andere U-Boot-Fahrer zu sein, wenn mein Mitschwimmen reicht, um zu siegen. So. Aber genug sich selbst beweicheräuchert. Jetzt muss ich auch Leistung zeigen. Erstmal Fallhöhe schaffen. Das ist ganz wichtig, ne? Und dann tierisch einen auf die Fresse kriegen. Ab mit der Farragut. Moment, so. Haben wir irgendjemanden? Nein. Willkommen im Achtergefecht. Alter. Du hast halt keine Schnitte im Kanonenduell. Na, guck mal, Umbrella. Hallo. Wunderschönen. Wunderschönen Samstag. Geben Sie einen Moment klein. Ich muss hier ein bisschen wieder Twitch hin und her schubsen. So, ich habe natürlich auch kein World of Tanks heute gespielt bisher. Das heißt, ich muss nachher dann nochmal kurz in World of Tanks anlocken. Muss wieder meinen Klatschball da spielen. Ja, wer? Okay. Die Wasteras bei mir. Natürlich, wir haben beide Sechser hier. Und was ist das, die Mars? Kann ich die Mars outspotten? Knapp. Kann die Wasteras die outspotten? Nein. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Aber noch ist er nicht drinnen. Und sobald er drinnen ist, und direkt der Nebel gezündet für die Wasteras. Okay.
Oh lol. Jetzt ärgert er sich. Sprich Freund und krieg auf die Fresse. Melon. Ja, da kommen die Torps. Coole Sache. Alter. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh lol, da ist der Flugzeugträger. War Flugzeugträger? Okay, Hauptsache wir halten ihn am Stissel. Nein, nein, die Shirazuyo. Ich brauche gar keine Tops werfen, weil 6,4 Kilometer. Solange die von mir wegfahren. Oh, da, ne? Guck mal, die Line. Die Lyon. Entschuldigung, ist keine Line, ist eine Lyon. Alter, was macht denn die Bastaras? Kannst du nicht auf so eine Entfernung hier anfangen rumzuballern gegen den DD? Wie dumm muss man sein, ja. Die sind beide so weit unten. Leute, macht sie weg. Jawohl, Nummer Uno. Nummer 2. Warspite auf die Fresse gekriegt. Meine Aufgabe ist jetzt nicht per se jetzt irgendwie Schaden machen, sondern meine Aufgabe ist einfach jetzt die Mars vor mir herzutreiben. Damit meine Leute die wegballern können. Nebelwerfer gestartet.
Ah, guck mal, jetzt hat er Nebel angeworfen. Ich habe ihn nochmal erwischt. Nebelwand gelegt. Torpedos direkt vor Torpedos auf Steuerbord. Nein, Arsch weg. Oh. In dem Moment kommt halt ein Anruf. Willst du mich verarschen? Okay, Katze hat Wespe gefressen. Aber wir haben gewonnen. Ah, guck mal. Fahr ich Divi? Ich weiß es nicht. Na, für Geplänkel ist Divi fahren, glaube ich, nicht ganz so gut. Moment. Irgendwas schreit schon wieder. So, kurze Pause. Versorgung. Der Button, TF, ey. Ja, nicht. Moment. So, sag mal kurz Hallo. Da ist er. Ist er gut? Ist er gut? Ja, lass ich das. Das ist der Kater meines Vermieters übrigens. Der hat gerade richtig Hunger. Ich glaube heute keine Divi. Aber das muss ich erst gucken. Oh, guck mal, Golden Week. Jawohl. Hier Container. Und da, Dämmerungsharmonie für die Takahashi. War die nicht gerade eben am Wickel? Also, japanische Kreuzer. Ach nee, das ist ja der T9er. Ich bin nicht dumm. Da hätte ich dir gar nicht zuweisen müssen. Ah, dieser Schmutz. Was schreit denn jetzt da schon wieder draußen rum? Was bist du für einer? Jetzt hier voll der Katzentreff, meine Terrasse. Was? Ah, es ist tatsächlich noch etwas kühl mit 12 Grad bei uns. Und leichter Wind. Das merkt man. Es ist zu warm, dass geheizt wird. Und es ist zu kalt, als dass man hier noch schon im T-Shirt und kurze Hose rumfahren kann. Aber man kühlt halt aus. So. Wie viel hatte ich mir jetzt gebraucht? 1100 oder so habe ich hier gekriegt. Ich glaube nicht. Oh.
Oh, guck, Animation funktioniert mal wieder. Schick. Ja, wir bauen weiter. Stahl nehme ich mit. So. Ha, hat gereicht. Lol. Ja, war aber eine fast eine Punktlandung. I see. Ja, die T6 ist halt echt klein, ne? Kriegst du kaum mit Basis-EP zusammen. So, wir sind bei 49 zu 42. Jetzt haben die schon ein bisschen zu knabbern. Mal gucken, wo die ihre Punkte holen. Alter, 1475, die pumpen mal die Zerstörer halt ohne Ende. Da spielt keiner bei den Flugzeugträger. Ist okay. Okay, die Bonus sind gleich verteilt. Okay. Aber die haben gerade bei den... Na ja gut, wir haben halt hier den... Einer. Hm. 1475. Da haben sie richtig gepusht. Für 1475. Oh, da musst du schon einiges machen. Ja, das sind 1, 2, 3, 4. Viermal einen Doppelstern haben sie bei den deutschen Zerstörern geholt. Das sind 8 Sterne. Von ihren 42. So, ich glaube, aber ich habe jetzt erstmal ein paar Sterne rangefahren. Alles ist cool. Und der Grund, warum ich keine Divi mache, ist halt, weil ich gesagt habe, ich will noch gewertete Gefechte machen. Und da kannst du, glaube ich, keine Divi machen, ne? Ja, 6 gegen 6. Aber das war's. Okay. Ja, dann. Weil ich brauche nämlich... Nee, wo muss ich hin? Profile muss ich hin. Bringen. A critical error. Okay. Mein Spiel ist abgekackt. Warum? Restart. Hatte ich schon lange nicht mehr. Noch ein bisschen Starter spielen, weil es geht nicht mehr so lange irgendwie. Wann ist der Sprint zu Ende? In 5 Tagen. Das heißt, heute ist mehr oder weniger die letzte Gelegenheit. Ich glaube nicht, dass ich am Dienstag dann noch groß was mache. Ich bin sicher, ein bisschen durchzuquälen.
Soundfall macht es nämlich auch gerade. Es wäre aber schön, wenn du nicht im Gegnerteam wärst. Das wäre echt super. Weil sonst muss ich dich leider platt machen. Die armen Kreuzer tun einem richtig leid, ne? Ne, Yamato. Ah, der ist nicht hilfreich. Gegen eine Patrie-Kuhfürst. Hm. Bronze. Ja, dann. Ich habe es ja glücklicherweise geschafft, direkt am Anfang auf Silberliga zu gehen. Also outspotten ist kein Thema für meine DDs, aber wie will sie? Sie brauchen halt die Unterstützung und die kann ich ihnen halt erst mit der Zeit geben. Okay, jetzt bin ich schon mal gesehen. Leute. Problem gelöst. Ach Leute, ist halt null hilfreich, was ihr die DDs da zusammenfahrt. Torpedos direkt voraus. Meine Schlachtschiffe bringen es halt auch nicht. Thank you.
Oh, ich habe ein bisschen Leben. Ich kann ein bisschen Leben holen. Mit Gewalt geht's, ne? Mit Gewalt geht. Da kommt wieder eine Patrie. Haben wir denn einen Heal? Nee, wir haben gar nichts. Au. Einer, zwei. Ist okay. Sollten wir hinkriegen. Was Stress, ey. Und das wird schon Soundy mit der Bronzeliga. Nur schön am Ball bleiben. Okay, Shima. Ich hoffe, du bist ready. Okay. Keiner hat wirklich Bock auf ihn zu schießen. Oh, das war ein Yamato. Alter, Alter. Der erbarmt sich halt, ne? Wir haben wieder ein Sternchen gemacht. Yes, und 200 Stahl. Aufgabe 7. Zerstören Sie 5 gegnerische Schiffe. Okay. Oh lol. Was blinkt hier eigentlich alles? So. Container sammeln. Und gestern gab es übrigens einen super Container von den Tagesaufgaben. Das heißt, ihr werdet heute hier vermutlich keinen Supercontainer sehen. Weil ich meine Leiste wieder aufbauen muss. Never mind.
an. Alter. Tagesaufgaben. Naja, die hier. Also Tagesaufgaben gibt es ja zwei Stück. Du hast einmal hier die goldene Woche-Dinger. Die beiden versuche ich halt immer jeden Tag mitzunehmen. Wenn ich es nicht vergesse. Ja, weil das einfach 20 Fortschrittspunkte sind jeden Tag. Das summiert sich über den Pass gesehen. Und dann machst du ja dadurch die Tagescontainer. Das sind ja auch Aufgaben im Endeffekt. Ne? Mach halt 2000 Basis-EP oder mach 2000 EP, mach 12.500 EP oder 37.000 EP. Das sind ja quasi auch Tagesaufgaben. Nur, dass es halt in anderer Form dasteht. Das meine ich mit Tagesaufgaben. Ja, 21 haben wir jetzt schon. So. Du bist Nummer 5 von irgendwas. Nee. Doch hier. Okay, 25 Creditpunkte. Awesome. Feldzugsbelohnung gesammelt. Jawohl. Ja, dann, was ist das nächste? So blaues Zeug. Was ist so blaues Zeug? Ist das Yamamoto? Das ist Yamamoto. Verdienen Sie 5 mal den meisten Flugzeugträger. Oh, das war alles wieder Flugzeugträger. Oh ne, irgendwie Großkaliber oder Schütze 3-mal. Großkaliber-Unterstützer aufgeklärt. Na, akzeptieren. Es gibt Schickes. 20-mal Signale. Vernichter. Wie lange ich diesen Vernichter hier schon drin habe, ne? Übel. Was muss man denn als Vernichter nochmal machen? Muss, glaube ich, was brennen, oder? Was ist ein Vernichter? Das da? Nee, feuerfest. Was ist denn Vernichter? Da. Vor uns sind jetzt 60.000 durch Brände und Wassereinbrüche, ist klar. Ja, da würde es halt durchaus Sinn machen, den Thunderer zu nehmen. Durchbrenne. Oh, ich habe 2 Einzelkämpfer. Wann habe ich das denn gemacht? Das letzte Mal vor einem halben Jahr. Ich kann mich nicht an Einzelkämpfer erinnern. Und das ist halt echt eine seltene Medaille, Einzelkämpfer. Ja, stehen sie alleine gegen 4 gegnerische Schiffe gegenüber und gewinnen sie das Gefecht. Okay. Okay. Auf geht es. Klong. Okay.
Oh nein, da sind auch U-Boote dabei. Oh. Ich dachte, die dürfen nicht. So ein Schmutz. Ja, dann sitzen wir jetzt in der Warteschlange. In 5 Tagen. Jetzt bei allen ist die Liga vorbei. In fünf Tagen, Stummi. Nicht nur die Goldliga. Aber ja, wenn ich noch ein bisschen abkrabbeln will, dann muss ich das jetzt machen. Na, jetzt bin ich noch motiviert. Jetzt habe ich noch sogar noch ein bisschen Zeit. Weil die Werft ist ja geschenkt die Woche. Die habe ich ja schon fast durch. Na, und wenn du jetzt ein bisschen gewertete Sachen nebenbei machst, dann kriegst du die Werft auch nebenbei fertig. Sagt ein Thema. Morgen ist Sonntag, ne? Ja, okay. Okay, wir sind bei Herrschaft. Die Schlacht beginnt. Die Insel ist da super, wenn ich da im Schatten bleiben könnte, dann heißt, werde ich nicht so hart gespottet, hoffe ich. Alle, die schliefen nicht tops, ja, okay. Gefährlich. Da kamen 10 zurück. Das ist schlecht. Jetzt bist du dran. Die Schliefen ist weg. Das waren 10. Das war nicht gut. Kleinen Niesen.
IDDs sind da drüben. Alles klar. Gib ihm. Wer ist denn das da drüben? Problem gelöst. Schlachtschiff zerstört. Problem gelöst. Bisschen Leben, ja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ich halt nichts mehr habe. Da kommt mein Tod. Aber 214.000, das soll doch reichen, Alter. Großkaliber, Nahkampfexperte. Na, die anderen werden nicht wirklich gut abgeschlossen haben.
Eine dumme Frage. Hat die blöde San Martin, hat die Torps? Ja, okay. Das ist gut, dass ich da nicht rangegangen bin. Alter, anstatt dass er... Ist das die Z, die hat man geholt oder so? Nee. Komm, Kleber, du musst jetzt den Cap holen. Holt den Cap. Können wir sogar noch gewinnen. Sieht nicht gut aus für die Kleber. Nee. Och, Alter. Willst dich mit der Jinan jetzt gegen die Schliefen stellen? Okay, okay, okay. Gewagt, gewagt, oder? Alter, wenn ich das sehe, ne? Glibea. Jetzt kommen die Schliefen rum und jetzt kriegt die Jinan. Da geht's schon los. Flop. Also wenn er jetzt keinen Nebel hat, ist er relativ tot. Ja, ist voll noch in Reichweite. Und die Klippe ist auch tot. Flop. Gibt's eigentlich noch den Verliererstern, dass du nicht abgezogen bekommst? Hatten sie doch zwischendrin mal irgendwie geändert oder so. Aber ich glaube, die hatten das wieder zurückgesetzt, dass du den... Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Na gut, mit 2 Kills dürfte ich relativ weit vorne sein. Na, ich habe ja die komplette San Martin, ich habe die die Hannover, die komplette, ich habe die, was habe ich noch? Die Republik habe ich angeschossen, ein bisschen auf die DDs. Ach, Alter, dieses Gewarte. Furchtbar. Ah ja, komm, ist halt angesehen. Mach ihn halt jetzt platt. Und tschüss. Bei den Rang kann ich, glaube ich, nicht verlieren. Ah, guck mal, ich verliere auch das Sternchen nicht. Yes. Ah, mit Abstand. Alles klar. Uff. 1419 und ich bin das Verliererteam.
Alter. Da muss man einfach harter Kevin, oder? Die Anstrengung, ich muss pieseln. Ihr wisst, was das heißt. Kleine Biopause. Bis gleich.